Renault Grand Modus Autotest. Autor seltsam Genzi. Renault hat Herrn seltsam Genzi den neuen Renault Grand Modus zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Am 18. Januar 2008 gibt es bei den deutschen Renault-Händlern viel zu sehen. Gleich vier neue Autos stehen in den Showrooms. Neben dem Kangoo und dem Laguna Grand Tour werden das der Grand Modus und der Clio Grand Tour sein. Genau genommen sind es sogar fünf Neulinge. Dem Modus wurde ein Facelift zuteil. Der Grand Modus ist 16 cm länger als das Basismodell, 3,87 Meter, und hat ein Kofferraumvolumen von 305 bis 410 Liter, je nach Position der verschiebbaren Rückbank. Das ist deutlich mehr als im regulären Modus. Dessen Ladeabteil sei zu klein, war von den Kunden immer wieder bemängelt worden. Maximal passen sogar 1454 Liter in den Grand Modus, wenn die mittig geteilte Rückbank umgelegt ist. Wie bisher gibt es drei Diesel- und drei Benzintriebwerke, die Leistungspalette reicht von 50 kW, 68 PS, bis 82 kW, 112 PS. Die Selbstzünder haben 1,5 Liter Hubraum, die Benziner 1,2 und 1,6 Liter. Der Basispreis für den kurzen und den langen Modus ist gleich, 12.950 Euro mit 1,2 Liter Benziner und 55 kW/75 PS, allerdings ist der Grand Modus dann schlechter ausgestattet. ESP ist bei Modellen mit mehr als 74 kW, 100 PS, obligatorisch, sonst kostet es 500 Euro Aufpreis, nicht erhältlich für den Basisdiesel. Ausstattungsbereinigt ist der Grand, 1500 Euro teurer. Im Clio Grand Tour arbeiten die gleichen Motoren, ergänzt von zwei Basisaggregaten mit 48 kW, 65 PS, als Benziner und Diesel. Hier beginnen die Preise bei 13.000 und 14.900 Euro, Diesel. Erstmals bietet Renault von seinem erfolgreichen Kleinwagen, seit 1990 mehr als 10 Millionen Mal gebaut. Im Oktober 2005 debütierte die dritte Generation, eine Kombiversion, die mit 4,20 Meter Länge das Schrägheckmodell um 21 cm überragt. Der Kombi ist um jeweils 1600/800 Euro teurer als der 2/4-türige Clio. Wer bis März bestellt, bekommt den Kombi zum Preis des Viertürers. Der Grand Tour hat 439 Liter Kofferraumvolumen, Clio 288, maximal passen 1277 Liter, 1028, in den kleinen Renault.